Irgendwas stimmt mit der Kamera nicht so richtig. Ich glaube, sie nimmt die einfach nicht genügend lange auf. Das ist ja Mist. Ich wollte euch was zu den Ameisen erzählen. Hier vorne ist ein Reagenzglas mit Wasser drin. Hier vorne ist so ein kleines Näppchen mit, naja, Sirup ist da drin. Oh, jetzt krabbelt hier unten die Königin. Ah. Hinten kann man sie sehen auf der Rückseite. Schade, ihr braucht eine andere Kamera. Und diesen Berg haben die jedenfalls alleine hier vorne rausgeschaufelt. Diesen großen Hügel hier. Wahrscheinlich halten die sich jetzt hauptsächlich darunter auf. Hier hinten, da ist so ein Lehm-Sandgemisch drinne. Da haben die sich so kleine Gänge gebuddelt. Jo, und dann Körnerchen reingestreut. Man sieht die Viecher eigentlich tagsüber so gut wie gar nicht. Also ich habe jetzt hier gedacht, es gibt ein bisschen Action, ein bisschen was zu schauen, aber der einzigste Action war, wo die binnen Minuten aus dem Reagenzglas ausgezogen sind. Die Arbeiter waren noch am Buddeln. Da haben die mit Gewalt die Königin reingezottelt. Dann ist die Königin einmal kurz geflohen, die Arbeiter hinterher und haben die wieder an allen Füßen geschnappt und ins Nest gezerrt. Also das habe ich in der Form so auch noch nicht erlebt gehabt. Ich wollte es für euch filmen, aber außer ein paar wackeligen Aufnahmen ist da nichts geworden. Die Viecher waren so schnell. Naja, man hat kaum was gesehen. Ja. Ich hoffe, denen geht's gut, aber ich glaube, die sind nachtaktiv. Ja, das ist nochmal ein kurzes Statement jetzt zu den kleinen Ameisen. Es macht jedenfalls viel Spaß. Hätte ich niemals gedacht, dass die Ameisenfarm doch sowas Interessantes sein kann. Also für Kinder oder so ist es ein prima Haustier, finde ich. Man sollte aber auch bedenken, ich habe schon drei tote Ameisen drin, aber das ist, glaube ich, normal. Naja, so ein Staat verjüngt sich ja auch ständig. Ich würde bloß mal gerne wissen, ob die wirklich Eier gelegt haben, aber im Vordergrund wurden zwar sichtbare Gänge gebuddelt, aber da sind nie Viecher drin. Ja, musst du jetzt ein bisschen beeilen. Jetzt habe ich Durst. Kleines Review. Na, das hat ein Kollege mitgebracht zum Testen. Da dachte ich mir, ich werde mir das jetzt mit einverleiben. Messer, schon mal ein Review gezeigt, handgeschmiedet. Ja, das war jetzt eher so eine Art kleiner Vlog. Ich weiß auch nicht, ob euch das gefällt. Naja, ich trinke jetzt noch ein Schlückchen, danach ist Nachtruhe angesagt. Tschüss, Freunde. Tschüss. Ja, damit kann man es ausmachen.